Ist das for real, ne? Bombe? Wenn es piept. Hä? Nein! Nein! Hä? Da soll eine Bombe drin sein. Es muss keine Bombe sein, aber es kann eine Bombe sein. Ich habe mich vor drei Tagen, glaube ich ungefähr, mies mit dem Fahrrad hingelegt. Ich bin gestürzt auf mein Kinn. Kinn musste genäht werden, Arm ist gebrochen, Daumen ist gebrochen, um genau zu sein. Er ist heute dabei, er hilft mir dabei, die Pakete auszupacken, weil mein Arm im Arsch ist. Dankeschön, Moritz, bitte, dafür. Bitte. Und Junge, ist das gerade da runtergetropft, Blut? Ja. Was? Ist das for real gerade? Ist das wirklich? Immer wenn ich lache, tut es weh, weil das an der Naht zieht. Deswegen darf ich nicht lachen, weil sonst geht die Wunde auf. Oh Gott. Ey, das tut mir gerade leid, dass ich jetzt dich zum Lachen gebracht habe. Ist okay. Okay, soll ich das jetzt einfach aufmachen? Du musst es aufmachen, ich kann es nicht aufmachen. Hey, was war das gerade für ein Geräusch? Hast du das gehört? Ich hab's auch gehört, was war das? Ich dachte, ich hab mir das eingebildet. Bruder, was? Was? Mach mal, drück mal mit dem Bleistift drauf. Was ist das, Alter? Ich hab doch keine Lust mehr. Bleib hier. Nein. Warum geht das mit dem Bleistift? Das geht nur. Was ist das? Ah, ich weiß warum. Weißt du warum? Was ist Weil das? Das ist hier. Das ist hier. Ich drück die ganze Zeit nur hier drauf. Ach so. Bro, das ist hier. Der Arme, der das geschickt Was? Hat. Das ist ein Klavier, Alter. Ja, ich hab eine Vorstellung. Ja, ja, ja. Ich helf dir nur, ne? Du packst aus. Ja, nein, ich kann. Wie soll ich auspacken, Alter? Ja, ich mach dir das nur auf. Was? Deswegen hat das Geräusche gemacht. Das Zwiebel verstaubt. Das Guck mal, liegt da, wie verstaubt das liegt da schon seit 20 Jahren in seinem Schrank. Nein. Nein, der hat hier voll die Anleitung dazu gepackt. Der hat sich voll Mühe gegeben und du schlägst das einfach so kaputt. Ah, hier sind aber Batterien rausgefallen. Die schwarze spielen. Ah! Krass, kannst du drauf spielen? Kannst du das spielen? Nee. Alle meine Entchen sind jetzt tot. Im Arsch. Du! Alter! Hä? Ich hab nichts gesagt. Ey, die Frisur sieht wirklich fresh aus, ehrlich. Das sieht ehrlich aus. Ein bisschen mit deiner. Nein. Hä? Ach so. Jetzt hast du es wieder kaputt gemacht, Alter. Ja, und wir leben in einer Welt. Ja. Und diese Welt. Sie gefällt. Ist krank und sie boah, gefällt uns boah, allen. Krank. Ja, sie ist krank. Weil die Welt. Ja. Da passieren schlimme Dinge. Ja. Und mein Arm. Ist in einer Schlinge. In einer Schlinge. Oh. Dankeschön für das tolle Klavier. Wir haben eine Schokolade. Du musst das bitte einmal probieren. Das ist irgendeine fremde Schokolade. Ich hab grad ein bisschen davon ausgespuckt. Dann haben wir noch einen Manga, Sherlock. Oha, krank sieht aus. Kannst du mir bitte mal helfen? Tut mir leid. Ey, das ist wirklich cool. Kannst du das mal in die Kamera zeigen? Hör auf, das Buch immer zu machen! Sieht cool aus. Dankeschön, werde ich sogar wirklich lesen. Die Zeitungen können auch weg. Soll ich das einfach wegwerfen? Das Manga? Nein, nur die... Nein, Alter! Nicht Manga wegwerfen, nur die... Okay, ich wollte nicht auf deinen Arm werfen. Das ist schon okay. Okay. Sigmund Zmfkeo. Das ist eh fake, mein Name ist fake. Egal. Vielleicht ist da dann irgendwas. Nein! Alter, was ist da für eine Scheiße drin? Da ist eine Zwiebel drin! Oh, das möchte ich nicht aufmachen. Du? Reiß das auf! Okay. Ah, was ist denn da rein? Ah, das ist eine Scheiße! Oh. Ah, da sind voll die vergammelten Sachen drin. Bah! Was ist das? Bah! Lass das nicht aufmachen. Lass erst den Brief lesen. Als ich noch deine Streams geguckt habe, sind mir ein paar Fragen eingefallen. Mhm. Zum Beispiel, ob ich zu deiner Geburtstagsparty kommen darf. Okay. Oder ob ich dich Daddy nennen kann. Da steht da nicht. Doch. Ich höre, das steht Scheiße!
dafür, dass du so ehrenlose Sachen in dieses Paket getan hast. Wir wissen noch gar nicht, was da drin ist. Junge, das ist Kacke hier. Das ist Scheiße. Das ist, glaube ich, Hasenkacke oder so. Ich schwör's dir. So sieht keine Hasenkacke aus. Das ist eine Zwiebel, du Idiot. Das hier. Ach, das da. Ich mach nicht mehr mit. Ich geh. Ich kann das alleine machen. Hör auf, mich mit Scheiße zu bewerfen, okay? Ich bewerf dich nie wieder mit Kacke. Okay. Versprochen, wirklich versprochen. Okay, ich glaube, ich vertraue auf dein Wort. Ah! Das ist gar nicht verschimmelt. Doch, das eine ist schon verschimmelt. Okay. Wir haben hier, Was ist das für ein Scheiß? Was hat er sich das hier an der Seite einfach offen? Das ist, glaube ich, kaputt gegangen, als wir da drauf geschlagen haben. Das ist wertvoll! Haben wir hier einen Frosch? Ja. Guck mal, der lebt sein Leben und denkt sich nichts dabei. Nein, das war nicht extra. Der Arme, guck mal, der hat im Gras hier gelebt mit Zwiebeln und Stimmt, und dafür ist das Dame. Hör auf, mich mit Scheiße zu bewerfen. Okay, das war's für mich. Komm bitte zurück. Mein Arm tut weh. Du darfst mir nicht wehtun. Was holst du da? Nasser Teebeutel, du Arsch! Okay, jetzt setz dich wieder hin, komm. Okay, dann bewerf mich wirklich nicht mehr mit Kacke, okay? Auf gar keinen Fall. Okay. Dann haben wir noch ein sehr verdächtiges Paket. Fallende Vollgas, meint er damit. Boah, was ist da drin? Warum ist das nochmal eingepackt? Da hängt ein Haar dran. Warum ist das nochmal eingepackt? Junge, jetzt, das war's für mich. Woher hast du 4 Teebeutel? Okay, jetzt musst du... Du bist auf ein Geschenk getreten. Oh nein. Guck mal, hier war noch ein Ohrstöpsel. Junge, hier ist es so hart am Stinken. Also, es stinkt hier richtig hart. Ich glaube, Mann! Damit wirfst du mich nicht ab! Der war nicht im Ohr drin. Was ist das? Diese scheiß Quark, man. Huh? Wie heißt das? Frosch? Okay, jetzt lass mal gucken, was da drin war. Ah, ein Fall Guys! Du hast ihn kaputt gemacht. Hier ist noch sein Arm. Oh, wie süß der ist! Der ist echt ehrlich süß. Ah, er hat den so gut eingepackt, damit er nicht kaputt geht. Dann hast du ihn kaputt gemacht. Ich dachte, da wäre irgendeine Scheiße drin. Du hast deine Zuschauer einfach. Es tut mir so leid. Können wir den noch flicken? Können wir den reparieren? Ah, das ist sein Arm. Das war sein Arm, ja. Das ist sein Fuß. Ich wüsste jetzt nicht. Ich schwöre, das war nicht extra. Ich schwöre, der das gemacht hat, es tut mir leid. Ich schwöre, das war nicht extra. Deine Arme, warte, ich versuche das zu fixen. Der ist übel stabil. Der ist echt stabil. Dankeschön für die tollen Geschenke. Tut mir leid, dass der was davon kaputt gegangen ist. Wir meinen das nicht böse. Was ist da jetzt schon wieder für eine Scheiße drin? Was ist das? Das sind die hier, Alter! Nein. Öffne das mal richtig. Ich trau mich nicht. Nee, das will ich nicht öffnen. Warum? Ich sehe schon zwei Dinge, die ich nicht öffnen möchte. Wir machen das mal, Wieso machen wir das zu mir, Alter? Wieso jetzt das zu mir? Weg. Mal. Oh, das stinkt auch wieder. Das stinkt die das alle. Riecht schon widerlich, um ehrlich zu sein. Hallo Elias, mir geht es nicht gut. Liebe Grüße, Ben. Folg mir bitte, Sassy Ben. Geht's dir dann besser, Ben? Wo ist mein Handy? Was denn? Oh, Junge, ich bin hier auf deinen scheiß Teebeutel getreten, Alter. Das war's für mich. Aua! Setz dich wieder hin. Nein. Das war's jetzt. Setz dich wieder hin. Ich
gehe jetzt nach Hause. Bitte bleib hier. Hör das einfach weg. Was denn? Meine Handys. Ah, nee, hier war das, glaube ich. Ah ja, Sassy und Ben. Hier ist der. Ah, oh, den haben wir sogar getroffen. Oha, wie cool. Da ist Sassy Ben. Ich habe sogar dein Bild geliked, Sassy Ben. Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass die Sachen nicht so kacke sind, wie wir denken. Ich folge dir nicht. Ich folge dir erst, wenn hier coole Sachen dabei waren, okay? Wir haben ja einmal sehr viel Stroh, einen Stein. Hast du schon mal so einen coolen Stein gesehen? Ja. Junge! Das Teil ist richtig stabil. Es ist nicht normal, wenn man sowas macht. Wusstest du das? Du bist psychisch nicht stabil. Hä? Warum? Warum nicht man normal? Man schlägt nicht mit Steinen auf Kröten. Dann haben wir noch einen Brief. Ah! 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 Was hast du mir für eine Scheiße hier dran gerieben? Ich habe dir meine Freunde geschickt. Okay. Noch ein Stein, noch ein Bleistift, okay. Und ein USB-Stick. Was meinst du, wenn hier irgendeine Scheiße drauf ist? Da ist der Scheiße drauf. Kannst du mal deinen PC anschließen? Nein, nein, mein PC ist aus. Mach dir mal bitte. Der ist kaputt. Wir haben ja noch ein Pflaster, das kommt mir sehr gelegen. Mach mal bitte auf. Danke, dass du das auf genau nicht auf die Scheiße gemacht hast, damit man das immer noch sieht. Vielen lieben Dank dafür. Hör auf, das abzumachen. Nein, das ich will das da drauf machen. Wir haben hier noch ein Pflaster. Noch ein Pflaster. Kannst du das auf mein Kinn machen jetzt dieses Mal? Ja. Alter! Nein, ist hat nicht gehalten. Mach auf meine Wunde drauf. Ja, ich mach auf deine Wunde. Du hast da eine Wunde. Ich hab da keine Wunde. Doch, du, das hält einfach nicht. Was hast du für eine Nase? Das hält nicht. Das hält einfach nicht. Dann kommen wir auch zum nächsten Geschenk, das ist dieses hier. Ah! Oh, ich bin ausgerutscht. Ich bin ah! Nein! Ich vertraue dir nicht mehr! Ich habe einen gebrochenen Finger! Ah! Ah! Ich glaube, da ist eine Mandarine drin. Da ist eine Mandarine drin, die schon lange nicht mehr gut ist. Glaubst du, die Socke ist benutzt? Die ist auf jeden Fall benutzt, sonst wäre da nicht nur eine, sonst wäre da noch eine Socke bei. Ah! Ah! Warum immer direkt ins Gesicht? Ich hab ne Wunde, das entzündet sich! Mach einmal deinen Mund auf. Ich mach nichts. Okay, komm, ich mach nichts. Mach Augen zu und Mund auf, ich mach nichts. Du wirst auf jeden Fall was machen. Nein, ich werde nichts machen. Ehrenbruderwort? Ja. Okay. Du bist auf jeden Fall. Nein, ich mach nichts. Mach Augen zu und ganz deinen Mund auf. Du musst mir das mal vertrauen. Nochmal Ehrenbruderwurz. Okay. Okay, ich hab dir die Augen geschaut dabei, okay. Ja? Okay. Hält du mal deine Hand weg. Wie Angst du gerade? Ich hab übel Angst, Alter. Ich mach nichts. Eine getragene Kindersocke! Wenn sich jetzt meine Wunde mit irgendeiner Kinderscheiße entzündet, ne? Alter, das läuft von meinem Mund. Abgehärtet. Das läuft. Da bist du wofür abgehärtet? Ja, für, weiß ich nicht, Krankheiten oder so. Das war eine Zitrone. Kannst du die auspressen? Ja, kann ich machen. Der ganze Tisch geht runter. Die geht einfach nicht weg. Steck da erst mit ne Bleistift rein. Die geht nicht kaputt. Das ist super, danke schön. Dann haben wir noch zum. Ah! 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 Zu guter Letzt eine Wasser. Öffne das mal. Das war schon mal offen, ne? Nein, öffne das mal. Doch, man sieht, dass das schon mal offen war. Ich versuche das zu öffnen. Wenn ich es öffnen kann, war schon mal offen. Okay, nein, es war schon mal offen. Nee. Man sieht es. Kein Wasser ist so hoch gefüllt. Doch. Das war schon mal geöffnet. Boah, Junge, das ist richtig eklig. Mach mal auf. Nein. Doch. Nein, ich vertraue dir nicht. Ich will gucken. Okay, kannst du auch machen. Gar nicht offen. Das war schon mal offen. Ich hab das doch gerade. Ah, jetzt. Trink das nicht. Das war, glaube ich, schon mal geöffnet. Nein, der USB-Stick. Nein! Nein! Das lässt du sein. Das lässt du sein! Gib mir das, ich probier's. Gib mir was das. Was probierst du? Das Wasser. Gib mir das. Gib mir das! Das ist eine Wunde! Junge! Wenn der da reingekackt hat in dem Wasser oder so, ne? Das entzündet sich jetzt und ich bin am Arsch!
Jetzt gib mir das Wasser. Ja, probierst du das jetzt? Ja, ich will es probieren. Soll ich das probieren? Was ist, wenn da irgendein Gift drin ist oder so? Ich würde nicht probieren. Ich würde es nicht probieren. Was ist, wenn da irgendein Gift oder so drin ist? Aber der Frosch lebt ja auch noch. Ja, stimmt. Dann mal. Schmeckt wie normales Wasser. Probier mal. Ich werde das nicht probieren. Probier mal. Nein, ich probiere das nicht. Und warum nimmst du es dann? Weil wenn du mich jetzt noch einmal abwirfst, werde ich dich damit nass machen. Ich werde dich nicht da mit irgendwas abwerfen. Dann mache ich dich nass, wenn du mich abwirfst. Ist mir egal. Okay. Wir haben noch einen Huhn, war da noch drin. Alter, das macht kein normaler Mensch. Schlägt einen anderen Menschen so krass. Wieso hast du mich jetzt gerade geschlagen? Ich wollte gucken, ob es Geräusche macht, wenn man jemanden neu schlägt. Ich hab einen gebrochenen Arm! Ah! 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 Hör auf damit! Ja! Nein! Wir müssen dieses Huhn jetzt köpfen. Ich esse kein Tier. Mach das mal, ich bin Vegetarier. Ich will das eigentlich nicht köpfen. Köpf das Huhn! Töte es! Das arme Huhn macht nur so Geräusche. Nur wenn du keine Geräusche machst. Das war... Es lebt noch! Töte schnell! Töte schneller! Das geht nicht! Töte schneller! Alle Kraft! Es leidet! Es tötet das Huhn! Es ist komplett daneben! Junge! Okay, dann zünde das Huhn an. Das ist kein Schneider. Wir müssen aufpassen mit Dings. Das macht schnell, wer leidet! Das klingt ja nach Orgasmus. Jetzt töte das Huhn! Wieso? Wieso sollen wir das Huhn töten? Du sagtest, das soll sterben. Das Huhn. Alter, das arme Huhn! Das töten wir jetzt nicht, das Huhn! Das Huhn überlebt! Das Huhn überlebt! Das Huhn überlebt! Das Huhn überlebt! Keine Ahnung, was war das? Das hat sich nach dem Rauchmelder angehört. Das Huhn überlebt! Das Huhn überlebt! Das Huhn überlebt! Das Huhn überlebt! Alter, mein Fell! Wie tief hast du das hier reingestochen? Diese. Oh, hell no. Es tut. Nein, das ist voll die Waffe! Da liegen bleiben. Alter! Das ist eine feuerfeste Tischdecke. Hä? Hey, wie krass? Ja, die ist ja wirklich feuerfest. Die ist feuerfest, hab ich extra gekauft. What the fuck? Hör auf! Zünd Italien an! Nein, zünd nein, Italien an! Nein, ich zünd geil! Zünd Italien an! Wir machen noch das letzte auf und ich möchte, dass, weil wir so gute Freunde sind und wir uns vertrauen können, dass du mit einem Tuch, mit geblindfoldet, das hier öffnest für mich. Und ich sag dir, was du machen musst. Aber, hä? Du siehst nichts. Wieso denn blind? Warum blind? Weil wir jetzt mal testen müssten, ob wir uns wirklich vertrauen können gegenseitig. Ich vertraue dir nicht. Wir müssen uns wirklich vertrauen. Junge, ich vertraue dir nicht. Und es hat so gut geklappt bisher. Du bist meine rechte Hand heute gewesen und es hat gut geklappt. Du hast aufgemacht für mich und ich denke, wenn du auch blind das versuchst, dass es immer noch so gut klappt. Stimmt, und dafür ist das Dado! Getreten, Alter! Okay. Okay, ich vertraue dir jetzt. Und wenn das Vertrauen missbraucht wird, dann werde ich dir nie wieder vertrauen in meinem ganzen Leben. Okay. Okay. Gut, siehst du was? Okay, du siehst nichts. Sehr gut. Dann machen wir das letzte Paket auf. Das ist dieses hier. Das ist dieses. Du machst das jetzt hiermit bitte auf. Ja. Ist das der Pilzeröffner? Ja, gib dein Bestes. Okay, das funktioniert nicht damit. Wir brauchen was anderes. Ich habe hier ein Messer. Damit das funktioniert, musst du auch den Kopf. Das ist ein Feuerzeug. Drück da mal bitte drauf. Nein, das hört sich nicht gut an. Wir machen das Paket, das ist ein Messer. Das ist ein Messer, jetzt mach wieder bitte. Oh, das hört sich nicht. Boah, Junge, das stinkt! Hör auf, mach das aus! Wir haben hier einen Feuerwälder. Das war Italien. Ich hab Schere. Wieso soll ich? Vor allem, ich bin noch deine rechte Hand. Ja, aber du bekommst es ja nicht auf. Okay, wir haben hier einmal ein sehr schönes Bild. Wie findest du das? Gut. Sieht das schön aus? Zeig mal. Ja, hier. Hä? Siehst du das nicht? Kannst du mir das in die Hand geben? Okay. Bruh. Wir haben das sind Frischhaltetücher, oder? Okay, wofür? Ja, für die Hände einfach. Nein. Nach dem Essen. Nein. Wofür dann? Für einen Gegenstand. Ja, sind noch mehr. Ja, aber für einen Gegenstand sind ja, die. Ja, was weiß ich für was für Gegenstände? Keine Ahnung. Ich möchte... Für die Brille, du A***! Wir haben hier... Warum werde ich als A*** beleidigt?
Das ist eine Handyhülle. Nein. Alter! Alter! Was? Das ist kranke Scheiße drin! Wieso? Ich musste mir so... Bin ich eigentlich deine rechte Hand? Du machst... Oh, Alter! Ah! Sorry, ich war sorry! Ich hab keinen Bock mehr. Sorry! Hier ist eine Dose. Wenn da wirklich ein iPhone drin ist, Alter, wenn da jetzt ein iPhone drin ist. Warte, ich muss gucken. Alter! Was? Da ist ein iPhone 10 drin! Alter, halt dein Maul, das Junge, stimmt. Da ist ein iPhone 10 Nein, drin! Das stimmt eh nicht. Junge, doch! Zeig, Führ mal, hier. Oh! Das ist kein iPhone! Was, Junge? Kann ich bitte wieder gucken? Da war kein iPhone 10 drin, da war... Wieso gibst du mir so einen fetten Klapser? Das hat voll weh. Hör auf, an meine Füße zu gehen! Nee, warum? Nee, ich mach nichts. Da ist noch eine Sache. Gib mir die Hand, dass du nichts machst. Ich geb die Hand, dass ich nichts mache, wirklich. Ich geb dir wirklich die Hand, dass ich nichts mache. Da ist noch eine Sache bei, aber dafür brauchen wir den Hammer. Nehmen wir den Hammer? Ich? Ja. Nimm das mal. Boah, ist das schwer. Der ist übel schwer, ne? Boah, ist das so schwer. Halt das mal. Ja, ich halte. Nicht runterlassen. Ja. Hier halten. Okay, halt das so. Ja. Und du musst jetzt mit voller Kraft da drauf hauen, weil das ist wirklich etwas Wichtiges, was kaputt gehen muss. Okay. Das gehört nicht in dem Paket und es muss zerstört werden, okay. Ja? Pass auf, halt das hoch, halt hoch, halt hoch. Genau so. Eins, zwei, drei. Stopp, ist nichts passiert. Du musst nochmal drauf hauen. Steh nochmal auf. Jetzt wieder. Nein, hoch, hoch. So. Genau da. Und genau da. Okay. Und... Genau da. Und jetzt hoch. Eins, zwei, drei, jetzt! Was war das für ein Geräusch? Weiß ich nicht. Geht nicht kaputt. Noch ein letzter Versuch. Eins, zwei, drei. Wieso rennst du immer weg? Worauf schlag ich da gerade? Noch ein letztes Mal. Ach, stimmt, jetzt nimm Anlauf. Jetzt nimm. Okay. Da ist es. Okay, jetzt mach ich richtig fest. Eins, zwei, drei. Er ist kaputt! Er ist kaputt gemacht! Was? Du hast den Frosch! Du wolltest den Frosch kaputt machen! Hau noch ein letztes Mal. Auf den Frosch? Ja. Okay. Was piept da immer? Perfekt durch zwei geteilt worden. Alter, du hast den Frosch umgebracht! Du hast den Frosch getötet! Ich sagte, du sollst diese Handyhülle kaputt schlagen. Du hast hier drauf geschlagen. Junge, hier ist alles kaputt. Hier ist alles am Arsch, Alter. Was ist das? Auch der Tisch ist am Arsch. Schaut gerne bei Schlinge vorbei. Der macht coole Videos, coole TikToks, coole Hochformat, aber auch Langformat. Danke fürs Zuschauen und ciao.